Jo, da sind wir da bei One Piece Pirate Warriors 2. Beim letzten Mal haben wir hier mit der Mission angefangen, haben ziemlich geile Stage vor uns und kämpfen jetzt gegen, vielleicht in der letzten Schlacht, gegen Teach und seiner Bande. So, schauen wir mal hier rein. Mal sehen, ob das jetzt auch direkt aktiviert, dass jetzt die Schatten erscheinen. Nee, anscheinend nicht. Das heißt, wir müssen wirklich nur in einem Gebiet den mal schnell einnehmen. Und nochmal gegen, ja, Moria kämpfen. Und Schwierigkeiten ist er da unten. Oh. Ist auch so weit weg, verdammt. Ja gut, aber solange er nur in Schwierigkeiten ist, geht's ja noch. Na, wobei, das sollte eigentlich auch reißen. So, was haben wir da denn hinterlassen? Ah, ein bisschen SP. Perfekt. Ich geh jetzt mal rüber zu Nami und schau mal. Ja, oder nehmen wir die Festung noch schnell ein. Ja, komm. Die Festung ist eh gleich da. Fertig. So, wo ist der Anführer? So, hauen wir ihn noch schnell einen ins... in die Weichteile, weil es gerade auf der Höhe war. Oh, ich habe ihn aus seinem Style rausgehauen. Sehr gut. So. Territorium schnell eingenommen. Und jetzt schauen wir mal, wo Nami aufgehalten wird. Ja, ich komme gleich, Nami. Ich hole mir noch schnell das Geld hier. Ich glaube, Nami könnte es mir verzeihen, wenn ich erstmal schnell... Okay, Nami braucht eigentlich keine Hilfe. Sie hat einen brennenden Sanji an ihrer Seite. Was will man mehr? Einen brennenden Sanji vor allem, ne? Also einen ganz bösen, wütenden Sanji. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Treff ich ihn überhaupt? Ja, doch. So. Das habe ich einen anderen aber noch nicht ganz besiegt, aber gut. So, nehmen wir uns mal ein bisschen Special mit. Ja, oh, komm. Wenn wir irgendwelche komischen Piratentypen flüchten, stört mich das ja nicht. Da ist Sanji. Wo? Ah, und da vorne ist auch Nami. Ja, man merkt schon, Sanji hat Nami gut beschützt. So, und sie müssen anscheinend hier hin. Denn hier ist irgendwas. Wow, ich mag die Jetpistole, muss ich ehrlich sagen. Sind die jetzt da? Wir sind an dem Punkt, oder nicht? Nami? Was hast du vor? Was? Rook, was tust du? Vor allem, warum wurde mir nicht gesagt, dass er in Schwierigkeiten ist? Nur Ace war in Schwierigkeiten, nicht Brook. Huch. Laufen wir schnell mal hin. Da hinten ist irgendwas los. Ace ist im Style und Brook geht's nicht gut. Jetzt geht's Sanji nicht gut. So, Moment, drehen wir uns mal kurz um. Ja, damit treffen wir eine Menge. So, haben wir hier mal ein bisschen ausgeholfen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was Nami da oben vorhat. Ah, noch mehr Morias. So, hier. Ich hoffe, dir geht, das reicht dir. Moria hat das Tor geöffnet, um vorzurücken. Schalte Moria. Ja, schalte Moria aus. Ist ja nicht. Als wären da ein paar viele Morias anscheinend. So, da vorne ist einer auf jeden Fall. Da. So, direkt loslegen damit. So. Genau, wo ist eigentlich Zorro? Er ist wahrscheinlich eh wieder verlaufen. So. Machen wir es aber den Moria hier ein bisschen kaputt. So. Dann noch eben auf Sanji wechseln. So. Ein Doppelmann ist weg. Machen wir eben schnell hier einfach noch ein paar Gegner weg. So. Hat mir noch ein bisschen Style hinterlassen. Perfekt. So, und jetzt laufen wir schnell zum anderen Moria. Ich glaube, der ist drüben bei Zorro. Also ich habe eben noch gesehen, zwischendurch Brook war wieder in Schwierigkeiten. Aber ich vertraue mal darauf, dass er das schafft. So, 1500 Chaos. So, haben wir hier noch ein paar weg. Wo läuft eigentlich hin, der Moria? Ah, Moment. Versuche ich mal hier irgendwie abzufangen, irgendwo. So. Hä? Nami, was tust du?
Oh, Nami macht Blitze bei Teach. Cool. So. So, jetzt einfach mal schnell einfach auf Moria draufhauen, dass erstmal sein Style weg ist. Okay. Nami hat also einfach Enel mehr oder weniger, oder ja, Teach an abgebrochen in seinen Angriffen. Na, ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, ja. Also ich muss sagen, Sanji als Partner ist ziemlich cool. So, haben wir hier schnell noch ein paar Sachen um. So. Irgendwas hinterlassen? Ja, ein bisschen Geld. Und... Au, 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 au. Ah, lass mich alle weg. So. So, hätten wir auch wieder ein bisschen aufgeräumt. Oh, eine Münze. Nehme ich mit. Danke. Nein, komm. Ich will die Münze haben. Aus dem Weg. Ah, jetzt haben wir noch mehr Tore geöffnet. So, schalte Enel aus. Okay. Da kommt er sogar auf uns zu. Ah, Verteidigung. Das ist immer gut. So, ich habe gesehen, da links war noch eine Goldkiste. Aber die lassen wir jetzt mal ausnahmsweise mal stehen. Ja, ausnahmsweise. Ich nehme ja sonst jede Goldkiste mit. Und laufen jetzt mal zu Enel. Was liegt da? Ja, kann ich auch gebrauchen. Oh, hallo. Na, Moment. Stopp. Ich muss erst Sanji retten. Sanji? Sanji? Da. So, jetzt gehen wir an Enel. Theoretisch bräuchte ja Ruffy ja nicht mal Haki, um Enel treffen zu können. Aber... Oh, ich muss schnell noch was treffen. Perfekt. Aber wir benutzen einfach mal mit Haki hier, um mir noch ein bisschen mehr Schaden zu machen, quasi. Schnell aktivieren! Oh Gott, das war knapp. Wir wollten mich wieder wegschlagen. Ah, und weg ist sein Style. So, Enel ist down. Und da versucht mir jetzt schon wieder Brook abzuhauen. Nein, Brook! Bitte bleib noch eine Weile. Wir haben es fast geschafft. Da, in die Richtung. Brook, kommst du gerade auch an? Ja, perfekt. So, weg mit euch. So, neue Gegner sind aufgetaucht. Ja, was haben wir hier drin? Style. Ich nehme es lieber mal mit. Ein Anti-Kontroll-Dial. Cool. Oh. Hat alle Leute einfach mal wieder umgewandelt. Oh. Coole Sache, Leute. Kann ich es eigentlich auch aufladen? Ja, ich kann es aufladen. Cool. Jetzt haben wir allen geholfen, quasi. Wo, Flugversuch? Da, wow, da ganz hinten. Och, Zorro. Oh. Ja, schalte Moria und Enel jetzt erstmal aus, bevor ich diese Mission hier beenden kann. Oh meine Güte! Zorro, was tust du hier? Helf dir mal so ein bisschen, ne? So, habe ich hier mal ein paar weggehauen? So. Kann ich jetzt hier wieder gehen? Oder sind hier immer noch 1000 Gegner? So, ich glaube, ich habe gerade drei gleichzeitig erwischt, wie es aussieht. So. Zorro, den Rest überlasse ich dir. Ich kümmere mich jetzt um
Edel und Moria. Edel oder Moria, je nachdem, wer mir gerade entgegenkommt. Moria. Ja. Man sieht, da steht ganz klar Edel. Moria. Oh, 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 oh. Muss dann noch mal treffen. Perfekt. Wow. Da wollte er irgendwas machen. So. Ui, ui, ui. So, Sanji. Wir haben noch zu tun. Wir müssen hier diesen Enel fertig machen. Ja, ich habe ihn getroffen. Perfekt. Gut. Das war's dann für Enel. So, perfekt. Er gibt sogar Style. Dann jetzt schnell zu Moria. Ich muss sagen, mittlerweile klappt das ganz gut. Also ich habe wahrscheinlich, ich bin eh wieder ewig weit weg vom S-Rang. Einfach mal wieder mal wegen Schaden. Was deswegen denn sonst? Wieso habe ich das jetzt mitgenommen? Ich weiß es nicht. Aber ja, Gegner besiegen ist so ziemlich gar kein Problem, weil hier eh mehr als genug sind. So. Ah, ich glaube, wir sind nicht genug Gegner, um auf Sanji zu wechseln, oder? Ja, doch, da kommen ein paar Gegner. Perfekt. Aber dafür konnte ich jetzt auf Moria nicht so viel einprügeln. Aber das macht jetzt Sanji dafür. Perfekt. Also ich muss sagen, Sanji ist bis jetzt noch einer meiner... Hat er schon fast irgendwie getroffen. Sanji ist bis jetzt einer meiner Lieblingspartner. Also, ich weiß nicht. Mit dem komme ich gerade als Partner noch am besten klar. Und Ruffy macht den Rest. Ruffy trifft einfach mal nicht. So, das habe ich jetzt getroffen mit dem Gum-Gum-Elefanten-Gag. Ja, ich weiß, es war übertrieben. Aber ich wollte es jetzt stylisch machen und... So, Style wieder voll, Gesundheit wieder voll. So, und jetzt öffnet euch die Tore zum... Blackbeard. So, jetzt können wir zu ihm auch gehen, anscheinend. Ja, die Tore zur feindlichen Basis sind offen. Das heißt, der zweite Schatz sollte auftauchen jetzt gleich. Deswegen warte ich noch einen Moment. Ein Schatz ist aufgetaucht. Ah, ist ganz in der Nähe. Perfekt. Na gut, das ist jetzt wieder mal nicht gebraucht. Da unten irgendwo. Hier links. Da. Perfekt. Okay, let's go. Final fight. Geh weg. Hauen wir erstmal damit einmal rein, nicht sehen. Ah, okay, das zieht doch schon mal ein bisschen was ab. Ich möchte ehrlich gesagt wirklich erstmal so ein bisschen draufhauen. Geh weg. Ah, da haben wir sogar ein bisschen Special. Das heißt, ich kann ihm so erst noch eine reinhauen. Oh, das war nicht geplant. Ich hab mich getroffen, weil ich gerade aufladen musste. So, das wollte ich machen. Ich will nämlich, dass er zuerst seinen Style aktiviert, bevor ich das mache. Ja, ich treffe ihn sogar von hier aus noch. Wow. Ja, jetzt aktiviert das. Jetzt bin ich dran. So, ihn haben wir aus dem Stall rausgehauen. Jetzt muss ich ein bisschen aufladen. Okay, wir haben Sanji. Nein, ihr war zu weit weg. Ich habe nicht drauf geachtet. Geil, der hat ja aber Sanji noch erwischt. Sehr gut. So. Ja, vielleicht war das ein bisschen zu früh. Das war eindeutig viel zu früh. So, aber...
Du kriegst jetzt die volle Ladung Elephant Gatling. Jawohl, ja. So besiegt mein Gegner. Mit dem Elefanten-Maschinengewehr. Oder so. Wer weiß. Coole Sache. Wow, halbe Stunde hat die Mission gedauert. Und nach einer Fähigkeit soll ich es halten. Sehr schön. Ja komm, wenn das mal kein Level-Up ist. Wollte schon sagen. Oh Gott, Sanji bekommt jetzt aber auch ein paar Level. Reicht das? Jo, damit hat Sanji, glaube ich, das höchste Level aller unserer Helfer. Wobei ich glaube, es gibt noch jemanden mit Level 7. Oder Level 6 zumindest. Sehr gut. Oh. Oh. Ein paar schöne Münzen bekommen, ja. Vor allem auch ein paar neue Münzen bekommen, ne? Und nochmal 100.000 von Münzen verkauft. Was haben wir denn da bekommen? Fähigkeitsnotizen der Piraten. Nochmal 1,5 Millionen. Passt. Yay. Ja, damit hätten wir wohl schon mal die Hauptstory durchgepackt. Und ich muss sagen, es war ja im Endeffekt wirklich eine ausgedachte Geschichte, ja. Also, wem das vielleicht nicht aufgefallen ist, ne? Ich muss sagen, es war echt eine verdammt geniale Geschichte. Hat mir sehr gut gefallen. War zwar schade, dass wir Zorro und Sanji natürlich zu spät bekommen haben, aber egal. Wir haben alle dazu bekommen, es war eigentlich wirklich eine ziemlich coole Geschichte.
Hat mir sehr Spaß gemacht. Ich fand jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es gefällt mir sogar besser als der erste Teil, wo es, ja, im ersten Teil gab es ja noch so ein paar Action-Stages und Quick-Time-Events. Und hier war es wirklich reines, ja, Dynasty Warriors. Dynasty Warriors mit One-Piece-Charakteren, kann man gut sagen, glaube ich. Und echt ein sehr, sehr schönes Spiel. Es ist ja natürlich noch lange nicht vorbei. Wir müssen ja noch ein paar Charaktere freischalten, denke ich mal. Also ein paar Hilfscharaktere, auch wenn ich gerade nicht weiß, wie. Aber ich schaue einfach mal, was sich gleich ergibt. Natürlich wird alles noch auf S-Rang gemacht. Einfach mal für die ganzen Münzen, für die ganze Münzkollektion. Ich will das Spiel natürlich auch auf Platin schaffen. Das mit den S-Rängen wird natürlich erst in einem Livestream gemacht und nicht hier, sondern, ja. Aber wir können ja zumindest Let's Play so weit spielen, dass wir zumindest alles haben. Oder wie würde es euch gefallen, einfach mal zwischendurch mal einen Livestream so zu machen, wo man schon mal ein paar Sachen nachholt. Jetzt, da die Hauptstory ja vorbei ist, ist es ja eh nicht mehr so schlimm, wenn ich ein bisschen überlevelt bin. Ich wollte das mal mit den Sachen eben wegen der Hauptstory nicht machen, dass das wenigstens in einer ordentlichen Stärke gemacht wird. Wenn jetzt halt die Freundesepisoden ein bisschen übertrieben stark bin, macht das ja auch nichts. Das ist ja nur umso leichter, dann den S-Rang zu bekommen. Von daher würdet ihr gerne einen Livestream zu Pirate Warriors 2 sehen, wo wir schon mal ein paar S-Ringe holen, sei es jetzt in der Hauptstory oder in den Freundeslog, oder wollt ihr erst wirklich alles am Ende auf einmal? Schreibt's mir einfach. Ich sehe es dann ja. Also das ist die Folge, die am Donnerstag, glaube ich, kommt, den 14. Dann sehe ich ja da die Kommentare vielleicht. Also vielleicht, also wirklich nur ganz vielleicht, kommt da vielleicht am Wochenende auch ein Stream, wenn ich dafür Zeit habe. Ein paar Stunden, wo wir einfach nur ganz viel herumkloppen. Da muss ich mir nur auf jeden Fall noch einen Co-Kommentator holen, da ich bei den Spielen doch sehr... Ja, mehr auf das Spiel achte als auf den Chat wahrscheinlich dann. Ja, wobei ich muss eher einfach nur dumm durch die Gegend prügeln und alles umhauen. Ja, mal schauen. Wie gesagt, schreibt einfach, ob ihr gerne jetzt einen Stream schon haben möchtet oder erst, wenn das Projekt zu Ende ist. Auf YouTube wird das sowieso auch landen, also... Das kann dann auch einfach nochmal nachträglich hochgeladen werden. Wir gehen die Charaktere immer noch weiter durch, aber ich glaube, bald sollten wir durch sein. Viel dürfte jetzt, glaube ich, auch nicht mehr fehlen. Vor allem von dir haben wir noch kaum was gesehen, Law. So, bin mal gespannt, ob jetzt irgendwie heißt, du kannst jetzt nur mit dem auch noch spielen. Oder ob das heißt, nö, du kriegst keine Charaktere. Schönes Abschlussbild. Noch schöneres Abschlussbild. Block von Whitebeard. Block von Okta. Von Warpul. Von Luki. Von Magellan. Von Ruffy. Von Don Cree. Von Arlong. Von Lapin. Was, von Lapin? Von Mr. 2. Von Mr. 3. Von Eki. Von Jabura. Von Bruno. Von Minotaurus. Von Hannibal. Hannibal. Von Ivankov. Von Josu. Von Vista. Neue Gegenstände Galerie. Berry Shop. Wow! Wir haben gerade echt einen ganzen Haufen an Freundeslogs freigeschaltet. Und haben eine Silbertrophäe bekommen. Ein ganzer Haufen ist noch untertrieben. Oh, letztes Kapitel? Oh. Tischbestimmungen wurden vereitelt. Es gibt jedoch nach wie vor noch versteckte, eine versteckte Route in dieser Geschichte. Sammle noch mehr Freunde und erlange das wahre Ende. Aha. Aha. Hilfe anfordern? Okay. Egal. So, ich möchte kurz mal schauen. Wen haben wir denn jetzt alles? Ruffy haben wir. Das kann eine Weile dauern. Ich leg mal den Controller. Wow, Level 40. Level 35. Ja, ich glaube, es wäre doch ganz gut, vorher die ganzen Münzen zu sammeln. Dann kriege ich dadurch auch noch ein paar Level-Ups hier und da, weil wenn ich sehe, 35 und 40 sind teilweise die Level. Ich glaube, die würde ich dann nicht so gut schaffen. War ich bei teilweise einigen, dachte mir, what the fuck? Minotaurus? Lapin? Warum? Naja. Warten wir, bis da mal alle durchgeht. Was?
Die andere nicht? So, wenn ich noch andere Episoden... Ach so, ich muss ja erst die anderen noch machen. Also, die sind jetzt alle auf 35 bis 40. Das heißt, ich würde da wahrscheinlich ziemlich bei versagen. Wow, auch auf 40. Ah, und da Whitebeard. Warum nicht? Ich möchte aber kurz mal was schauen. Ne, neue spielbare Charaktere haben wir noch nicht. Dann möchte ich kurz gucken, was haben wir in der Galerie noch freigeschaltet? Liberty Shop. Na, da nichts Neues. Da nichts Neues. Eine Menge Sachen schon. Auch nichts Neues. Oh, wieder was Neues freigeschaltet. Ah, da war es zwischendurch neu. Und da auch nochmal. Ah, und ein paar Movies. Ah, okay. Na gut, dann muss ich mal schauen, was ich in der nächsten Folge mache. Mal gucken. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.